Guten Morgen, da ist er schon. Hallöchen. Mensch, heißt nicht. Der stolze Model 3 Besitzer, ja. Ja, jetzt geht's zur Abholung und freuen wir uns. Auf geht's. Ich bin gespannt. So, wir fahren jetzt hier mit dem großen Bruder den Kleinen abholen. Freust du dich dann? Klar. Ist das nicht ein Downgrade so im Vergleich jetzt so? Mit Autopilot und so ist das schon ganz cool. Dann eher ein Upgrade. Wie lange hast du jetzt insgesamt drauf gewartet? 3 Jahre. 3 Jahre. Wann hast du bestellt? Also vom Datum her, das war 2016. Und heute haben wir den 21. Nee, den 20. Februar 2019 und fahren jetzt nach Frankfurt zu Tesla, die ja jetzt in den letzten Tagen 60 Stück bekommen haben, ne? Oder mehr sogar. Ja, und dann schauen wir gleich mal, was da so los ist, ob er schon abholbereit ist. Tesla, Frankfurt, Hanauer Landstraße. So, Jürgen nimmt sein Model 3 entgegen. So, Jürgens Model S steht schon drinnen in der Werkstatt zur Aufbereitung. Wir warten auf die Auslieferung und schauen uns in der Zwischenzeit hier mal ein bisschen um. Und hier steht schon das gute Stück, der mittlere hier vorne, bereit zur Abholung. War doch der in der Ecke, den hatten wir nicht gesehen. Da steht er. So, jetzt sitzen wir hier im Model 3. Noch ein bisschen die App einrichten. Und dann auf zur ersten Fahrt. Und los geht's. Jetzt leicht nach links abbiegen, um auf Hanauer Landstraße zu bleiben. Macht die Ansagen nicht. System wird kalibriert. Ja, man hat uns gesagt, wir sollen ca. 80 Kilometer mal mitfahren. Und dann funktioniert auch der Autopilot. Schauen wir nachher mal.
Also, wir haben gerade gesehen, hier das Lenkrad-Symbol, das füllt sich. Und wenn das dann wohl... Hoppala. Wenn's voll ist. Jetzt in der Kurve geht's schlecht. Wenn es voll ist, dann ist die Kalibrierung abgeschlossen. Da checkt das System wohl jetzt erstmal, ja, die Lenkradeinschläge, Abstände, Fahrbahn etc., Fahrverhalten. So, auf der Autobahn Richtung Supercharger, weil natürlich nicht voll geladen wurde, nur für 160 Kilometer circa. Erstes Fazit, Fahreigenschaft. Fährt sich wie Mini. Der liegt super auf der Straße. Soll er spitze machen. Können wir sicherlich hier momentan nicht ausfahren. Aber die 200 schafft er schon mal spielend. Und jetzt ist frei. 220 haben wir. Und die 230 haben wir geknackt. Ja, aber man sieht schon, bei höherer Geschwindigkeit, Reichweite, eben noch bei 150 Kilometern, jetzt bei 127 und wir sind gefühlt erst 7 gefahren. Jetzt haben wir mal ein bisschen laden lassen, dass es für die weitere Testfahrt ein bisschen langt. Ganz voll ist er nicht. Und jetzt nur mal so 20 Minuten. Ja, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Andi, was machst du denn? Hallo! Ja, Autopilot testen. Jetzt nicht mehr kurz bewegen. Jetzt einmal ein bisschen. Mhm. Okay, ja. Jetzt hat er sich wieder. Jetzt. Ja, ist schon. Ja, ist schon gewohnt. Ja, der greift dann einer. Denkt man erst mal, jetzt fährt er gegen die Leitplanke, aber nein, der orientiert sich und. Du musst halt immer aufpassen. Macht das gut, ja. Ungewohnt, bisschen beängstigend. Lenkrad leicht drehen, ja, sagt er mir jetzt. Okay. Jetzt hat er es. Jetzt ist es nicht aktiv. Ja. Wenn die Linien blau sind, hat er es. Ja, ja, und jetzt. Ja, ich mache hier gar nichts, bin nicht am Gas. Und er lenkt selbstständig. Er kennt auch hier die ganzen. Jetzt sagt er leicht drehen, Lenkrad. Mhm. Ja, jetzt ist wieder. Okay. Ja, also permanent fährt er noch nicht, sondern will, dass man. Klar. Zeigt, dass man noch lebt. Die, ja, Lenkrad leicht drehen. Ja. Habe ich gemacht. Ja, alle 30 Sekunden will eine Bestätigung, dass ich noch da bin. Kennt das vorausfahrende Fahrzeug. Und ansonsten macht er hier Kurven, alles völlig autonom. Yep. Schön, schön. Ja, mal Sitztest hinten, also wenn vorne jemand mit langen Beinen sitzt und hinten dann auch, das ist schon ein bisschen knapp. Gerade wenn dann vielleicht noch 3 Leute hinten sitzen sollen, das wird bestimmt kuschelig. Aber ich sag mal jetzt so für die Kinder hinten oder wenn jemand mit nicht ganz so langen Beinen fährt, ja, vielleicht nicht gerade 800 Kilometer in Urlaub, aber... Wobei der Sitz jetzt auch ziemlich weit hinten ist, gell? Der ja, ich habe eben vorne gesessen, lange Beine. Vielleicht war noch mal ein bisschen nach vorne. Dann geht er schon für den Moment. So, und da zieht er von dannen.
lautlos.